verstehen aber viele Leute. Kein Wunder bei dem Wetter. Hoffentlich bekommen wir noch Karten. Aber sicher. Ach, die Fahrt zur Lorelei ist einfach wunderschön. Lorelei? Die kenne ich. Sie war sehr schön. Das war doch wieder diese Stimme. Das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schäfer, oder? Oh nein, das war seine zweite Stimme. Woher kommt diese Stimme? Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schäfer. Na, du Geheimnis, kennst du denn auch das Lied von der Lorelei? Nein. Dann hör mal gut zu. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Und nun sehen Sie rechts die Lorelei. Sehen Sie genau auf den Felsen. Da war sie, die Lorelei. Sie war wunderschön. Viele, viele Schiffe haben sie gesehen. Einmal und nie wieder. Sehen Sie genau auf den Felsen. Vielleicht sehen Sie sie ja. In dem Felsen war früher eine Höhle. Dort waren die Heinzelmännchen zu Hause, sagt man. Ex, hast du das gewusst? Ex, ich habe dich etwas gefragt. Warst du da früher? Hm? Kommst du daher? Ex, kennst du die Heinzelmännchen? Ex, wo bist du? Ex, ich höre dich nicht. Ex! Was ist denn los? Ich glaube, Ex ist weg. Was ist denn jetzt mit Ihrer zweiten Stimme? Ja, was ist mit Ex? Ist sie wieder da? Nein, leider nicht. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Sie ist doch damals verschwunden. Warum denn? Keine Ahnung. Also sagen Sie mal, was ist denn das für eine Geschichte? Zweite Stimme, Ex. Ich verstehe überhaupt nichts. Ja, gut, ich erzähle Ihnen die Geschichte. Aber die ist verrückt. Ein Märchen. Nun erzählen Sie doch mal. Ich kenne die Geschichte ja auch noch nicht. Ich war zu Hause, habe Musik gehört und habe das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln gelesen. Und die Heinzelmännchen haben ja nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Ja, und da habe ich ein bisschen geträumt und mir auch so eine Hilfe gewünscht. Und dann? Dann ist Ex erschienen. Wie meinen Sie das, erschienen? Ich habe eine Stimme gehört, aber ich habe niemanden gesehen. Sie war einfach da. Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen? Ja, und da habe ich sie Ex genannt. Ex bedeutet ja aus, im Lateinischen. Das ist also Ihre zweite Stimme. Die Geschichte ist schon merkwürdig und faszinierend. Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht. Mhm. Ex war sehr fröhlich. Dann sind wir an der Lorelei vorbeigekommen. Mhm. Und Ex hat plötzlich gesagt, Lorelei, die kenne ich. Sie war sehr schön. Und ich habe ihr das Lied von der Lorelei vorgesungen. Dann hat der Schiffsführer gesagt, in dem Felsen war früher eine Höhle. Und dort haben die Heinzelmännchen gelebt. Ja, der Sage nach. Ich habe Ex sofort gefragt, Ex, hast du das gewusst? Aber sie hat nicht geantwortet. Erst war sie einfach da, jetzt ist sie einfach weg. Aber das ist doch ganz klar. Was? Sie sucht die Heinzelmännchen. Wieso? Na, das ist doch ihre Geschichte. Ex und die Heinzelmännchen. Ja, vielleicht. Und was soll ich jetzt machen? Abwarten und nachdenken.
Ich mag sie so gern. Sie wissen ja, morgen fahre ich nach Berlin. Junger Mann, kommen Sie nach Berlin, mit oder ohne X? Hallo, Heinzelmännchen, da bin ich wieder. So eine Überraschung. Wo kommst du denn her? Ich bin jetzt bei den Menschen. Du meinst bei einem Menschen? Ja, woher weißt du das? Oh, das ist mein Geheimnis. Was macht ihr denn jetzt? Sag mal, möchtest du ein Interview? Bist du jetzt auch Journalistin? Nein, aber bitte erzähl mir. Warum helft ihr den Menschen nicht mehr? Was ist damals passiert? Damals, das war so. Wir arbeiteten für die Menschen, auch für den Schneider. Wir nähten die Kleider für ihn, aber seine Frau, die war sehr neugierig. Wie ich? Ja, wie du, aber sie war auch sehr böse. Sie streute Erbsen auf die Treppe. Viele, viele Erbsen. Wir stolperten. Oh, das tat sehr weh. Aber warum streute sie Erbsen? Wir arbeiteten ja nachts. Und die Frau vom Schneider wollte uns unbedingt sehen. Wir stolperten und sie hörte uns. Sie machte Licht an. Da sind wir schnell verschwunden. Für immer? Niemand konnte uns sehen. Niemand sollte uns sehen. Aber warum? Warum durfte euch niemand sehen? Wir wollten für die Menschen unsichtbar bleiben. Das ist ein Gesetz der Kobolde. Du willst doch auch unsichtbar bleiben, Ex, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Bitte, sag mir, woher komme ich? Ganz einfach, Ex. Wir versteckten dich in dem Buch von den Heinzelmännchen. Mich? Naja, einen weiblichen Kobold, neugierig wie die Frau vom Schneider. Auch so böse? Das solltest du selbst entscheiden. Einer sollte das Zauberwort sagen. Bei dem Zauberwort solltest du das Buch verlassen und mit den Menschen leben, unsichtbar wie wir. Und wie heißt das Zauberwort? Das musst du selbst finden. Andreas hat das Zauberwort gesagt. Deshalb bist du bei ihm. Ach so. Ach, Ex. Da habe ich nun das Buch von den Heinzelmännchen, aber du, du bist weg. Schade. Das macht mich traurig. Aber vielleicht warst du sowieso nicht glücklich bei mir. Hallo. Hallo. Andreas. Was war das? Da hat mich doch jemand gerufen. Ja, ich. Da bin ich wieder. Ex? Ex? Bist du es? Ja, ich bin's. Kennst du mich nicht mehr? Natürlich kenne ich dich noch. Aber du bist ja immer noch unsichtbar. Sag, geht es dir gut? Oh ja, wunderbar. Sehr gut, fantastisch, super. Schon gut. Schon gut, ich höre, du bist immer noch die alte Ex. Unsichtbar und... frech. Ex, wo warst du denn so lange?
Ich habe die Heinzelmännchen gesucht. Und? Hast du sie gefunden? Nein, sie waren nicht mehr da. Natürlich nicht, Ex. Die Heinzelmännchen. Das ist doch nur eine Geschichte. Und ich? Bin ich auch nur eine Geschichte? Das weiß ich immer noch nicht. Es gibt dich, aber ich sehe dich nicht. Versuch das bloß nicht. Du weißt ja, die Frau vom Schneider wollte die Heinzelmännchen auch sehen. Ich weiß, sie hat Erbsen gestreut. Und da sind alle Heinzelmännchen verschwunden. Aber Ex, ich streue doch keine Erbsen. Du sollst nie mehr verschwinden.